Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich habe meine Testwoche oder Testprojekt von der Woche jetzt ist zu Ende und ich wollte euch zeigen, was ich so behalten werde und was nicht. Ich werde mich auch mit einigen Produkten schminken, mit einigen nicht, da ich sie Ich nicht habe einen behalten werde. Primer. Das ist von Catrice, dieser. Den gebe ich mir mal auf. Also diesmal hat mir wirklich fast gar Habe ich nichts denn noch ein gefallen. Ich habe den Produkt? Schminken, die ich schon also kenne, das sage ich auch. Der Primer, der war mit drin, den behalte ich, der ist ganz gut. Der klebt schön, also die Foundation hält auch Dann sehr gut habe ich drauf. Noch benutzt, das waren zwei Korrektor, einmal grün von Freedom und einmal gelb. Ich werde jetzt erstmal den Korrektor auftragen. Einmal so ein bisschen unter die Augen, den gelben, aber nur wirklich ganz wenig. Das mache ich immer mit den Händen. Ich hole euch mal ein Stück ran. So, dass ihr das besser sehen könnt. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt so wenig auf meinem Kanal mache, aber ich war eine Woche im Urlaub. Und dann kam ich auch nicht dazu. Mit so einem kleinen Kind ist das nicht Und immer so ehrlich einfach. gesagt, Abends habe ich da keine Lust zu. Mein Kind geht jetzt immer so gegen 7:30 ins Bett. Und mich da abends noch hinzusetzen, mich zu schminken und dann mich gleich wieder abzuschminken, das finde ich irgendwie ein bisschen sinnlos. Deswegen, konnte ich das jetzt nicht so oft Nerv machen. Dann gibt mich. es noch einen grünen Korrektor, den behalte ich auch. Damit kann man so ein bisschen Rötung wegmachen. Ich habe immer so ein bisschen auf der Nase Rötung und um die Nase. Reicht auch schon, mehr brauche ich davon nicht. Davon brauche ich wirklich sehr wenig. Als Foundation möchte ich die Astor Gebe die benutzen. erstmal Auf so einen Pinsel, hier auf seinen Foundation Brush. Davon braucht man nicht gar so viel und die ist eine der perfektesten Farben für mich bisher und die ist sehr feuchtigkeitsspendend. Also ich kann die nur empfehlen, Skin Match Protect Foundation. Die ist wirklich sehr gut. Und die lässt sich auch wirklich super einarbeiten, gerade mit dem Pinsel. Das geht ganz schnell bei der. Also das ist für mich eine Foundation, wo ich wirklich schnell weg muss. Dann nehme ich die und arbeite die gleich So, ein. dann gehe ich mit dem Schwamm nochmal drüber. Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt. Bin ich mir keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt schon seit Monaten nichts mehr gekauft und es bleibt auch so. Und auch was Kosmetik angeht, kaufe ich mir nichts. Auch Duschgel oder so habe ich mir nichts gekauft. Ich bin nur am Aufbrauchen. Brauche da nichts mehr. So, dann habe ich Concealer, nämlich von Essence. Diesen, den hatte ich auch nicht mit. Ich hatte einen Concealer, aber das benutze ich nicht als Concealer. Dieser Concealer finde ich nicht so deckend, ist aber für den Alltag für mich okay. Also ihr müsst jetzt nicht mir mal hier alles abdecken. Für den Alltag gefällt mir das, weil der schön leicht ist und sich auch gut einarbeiten lässt. Das ist das, was ich so mag an dem Concealer. Und ich glaube, von Ina habe ich den mal bekommen, auch noch. Da hatte ich noch ein Backup. Als Puder nehme ich zurzeit das Catrice Puder hier. Das ist auch sehr gut. Es ist so fein, das Puder. Wenn man das aufmacht, das fliegt überall rum. Man muss da so vorsichtig sein. Und man braucht da auch nicht viel. Ich gebe mir da immer was in den Deckel und benutze das für das ganze Gesicht.
Meine Augenbrauen werde ich zum Schluss machen. Die mache ich jetzt nicht im Video mit. Das dauert dann zu lange. Und da habe ich auch nichts getestet. Ja. So, zum Konturieren nehme ich Freedom. Das habe ich getestet. Das ist Auch ein gut. heller Ton mit dabei, wobei ich nicht weiß, für was ich den benutzen soll. Könnte ich höchstens für das Setten des Concealers benutzen. Und ja, aber ansonsten. Oder man kann es benutzen für ja, das Verblenden von der Kontur. Ich weiß nicht, wozu man so einen hellen Ton in einer Konturpalette braucht. Kann mir das jemand beantworten? Und ja, mir gefällt die Kontur eigentlich aber trotzdem, weil gerade sie ist jetzt nicht so dunkel, also sie ist eher hell. Und gerade jetzt im Winter oder ja, die Wintermonate bin ich sowieso ziemlich blass. Und ja. Es geht mehr ins Dann Rötliche. benutzen Zum Highlighter. Da habe ich leider keinen jetzt, aber nehme ich von der BH Cosmetics den hellen Ton. Der dunkle gefällt mir nicht. Ich habe ihn ab und zu mal benutzt, aber der ist mir persönlich zu dunkel für meine Haut. Deswegen den könnte ich höchstens im Sommer benutzen, aber jetzt im Winter ist er nicht so mein Favorit. Man sieht ihn auch. Ja, der glänzt schön. Der gefällt mir auch wirklich. Und als Blush nehme ich auch von der BH Cosmetics. Da habe ich auch keinen. Das gebe ich mir so leicht so. Mache ich immer so wie auf die Kontur. So ein bisschen auf die Wangen hoch. Der ist sehr dezent, schimmert nicht, also gefällt mir wirklich gut. Also die Palette kann ich nur empfehlen. Ist einer meiner liebsten Gesichtspaletten momentan. Und nochmal verblenden, das mache ich immer. So. Da ich die Augenpalette aussortiert habe, benutze ich heute mal die Novina. Die habe ich von meinem Bruder zum Weihnachten vor 2 Jahren bekommen. Habe sie, muss ich sagen, nicht oft benutzt. Also wirklich sehr wenig. Aber die ist wirklich gut. Ich bin mir nur noch nicht sicher, welchen Ton. Ich glaube, ich werde heute mal so lila nehmen. Genau. Als Basis hatte ich, ich habe eigentlich die Catrice Camouflage für unter die Augen getestet und das geht bei mir gar nicht, das ist viel zu trocken und ich nehme sie als Augenprimer. Das ist okay bei mir, aber unter die Augen geht das bei mir nicht, das ist zu trocken. So, dann gehe ich immer noch mal mit Für meinem die Augen ist das für Schaumküfer. mich okay, deswegen behalte ich das auch. Das Auge gut aus. Ist Ja, wirklich gut. Ich gehe mal zuerst in diesen weißen Ton hier, um das so ein bisschen zu setten. Die ist sehr pudrig. Also die hat wirklich richtig Kickback. Das ist schon, ja. Und so günstig ist die ja auch nicht. Wobei Kickback stört mich jetzt nicht so. Dann habe ich hier einen anderen Blender und gehe mal in das Rosa hier rein. Aber die nimmt schon gut Pigment auf, ne? Einmal reingetipst und das gebe ich jetzt in die Lidfalte. Ich muss mal sagen, zum Vergleich zu der Huda, damit habe ich noch gar keinen Look geschminkt. Muss man hier öfters rein. Bei der Huda ist es so,
Da reicht das wirklich einmal und dann hast du schon ein Gesicht, ein Auge geschminkt. Um zu sagen, bei ihr ist es halt so, da muss man öfters rein. Ich gebe jetzt das nur in die Lidfalte und verblende das einfach. So, dann nehme ich nochmal einen anderen Pinsel zur Hand, so einen, und verblende das schön. Der ist etwas fester gebunden. Und verblende da auch alles ganz gut. In das Lila so etwas gehen. Ich bin eigentlich so ein Lila-Fan nicht, also mit so einer Farbe. Aber wir testen das mal. Nehme ich von Zoeva so einen Pinsel. Ja, ich bin ein, zweimal reingetippt und man hat schon ja, gut Produkt drin. Und das gebe ich jetzt nur ans Eck. Bei Lila finde ich, muss man gerade bei so einem hellen Lila immer aufpassen. Also ich finde, es kann schnell wie verprügelt aussehen. Irgendwie. Also bei Lila bin ich vorsichtig. Das Problem ist, ich bin ja kurzsichtig und ich habe da echt Probleme, wenn ich so weit weg bin. Mit Brille kann man ja Kontaktlinsen trage ich nicht. Noch nie. Ja. Ja. Also man muss das schon aufbauen. Das ist jetzt nicht so einfach. Bei der Pinsel ist schon gut. Also am Pinsel kann es definitiv nicht liegen. Ich muss dazu sagen, ich habe sie bisher auch nur einmal benutzt. Ja, das ist das Lila. Noch mal ein bisschen auf, aber ich glaube, ich werde mit einem Braun noch mal reingehen, weil hier gibt es auch jetzt nichts anderes Dunkleres, nur das Braun. Dann nehme ich mal einen kleineren Pinsel, auch von Zoeva, so ein kleinen. Und gehe in das Braun. Also man geht einmal rein und ja, man hat Produkt. Also und gibt das jetzt wirklich nur noch an die Ecke hier ran. Dass das nur ein bisschen dunkler wird. So, das reicht auch schon. Ich werde heute, glaube ich, nicht mit Concealer arbeiten. Ich werde das mal ohne Concealer probieren. Ja, das geht schon. So, sieht schon gut aus. Und zwar nehme ich den Pinsel nochmal, den von Zoeva, und gehe mal in das dunkle Lila hier. Wie gesagt, also und gebt das mir wieder nur ins Er hat Eck. Fast kein Fallout, also es geht. Ein bisschen ja, aber ja.
So, und Soweit BH nicht. Cosmetics. Da gehe ich in das Lila hier rein. Und das gebe ich mir in die Mitte des Augenlides. So, das hat ein bisschen Fallout. Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum ich meine Base immer zum Schluss mache, aber ja. Das Lila ist nicht Und ich schlecht. werde mit einem anderen Pinsel nochmal in die Mitte des Augenlides das Rosa hier auftragen. Das ist so rosa. Und das gebe ich mir so in die Mitte aus. Ich verblende jetzt nochmal so ein bisschen alles, auch wieder mit BH so leicht. Dann für den unteren Wimpernkranz werde ich in das Braun gehen. Gebe mir das so auf den unteren Wimpernkranz so ganz leicht. Und gehe jetzt nochmal in den hellen Ton hier und ziehe das so ein bisschen vor. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Nein, das sieht schon Jetzt gut wollte ich aus. mit euch eine Mascara von Essence testen. Die finde ich auch gut. Meine Liebste ist natürlich von als Mascara. Ich finde sie gerade gar nicht. Ah, hier. Die Lash Princess. Das ist ja meine liebste Mascara, die es momentan gibt. Ob es die noch gibt, weiß ich nicht. Wobei die hier auch nicht schlecht ist. Aber was mir da nicht so gefällt, die verklebt die Wimpern gar so sehr. Und das ist so nicht mein. So, was ich vergessen habe, er ist einen, ja, einen Eyeliner zu setzen. Ich nehme von Catrice, da habe ich keinen gehabt. So ein dunkles Lila ist das. Also auf der Wasserlinie. Beim nächsten Mal weiß ich, dass ich das Gesicht danach mache, weil sie doch etwas Fallout hat, aber nicht jetzt extrem. Also man kann es gut wegwischen, aber es ist gut zu wissen, finde ich. Meine Augenbrauen mache ich zum Schluss dann für mich, sonst dauert mir das Video zu lange. Ich brauche da immer ewig. Ich brauche da wirklich lange, bis meine Augenbrauen fertig sind. Deswegen mache ich das immer außerhalb. Ja, das waren die Produkte. Ich finde die Norvina echt nicht schlecht. Die behalte ich auch. Das werde ich auch gar nicht irgendwo testen. Die nehme ich immer mal mit rein, wenn mir eine Palette nicht gefällt. Wie gesagt, ich habe auch die Huda Nude. Die habe ich auch schon öfters benutzt, wenn ich weggegangen bin, weil darauf kann man sich Ich habe wirklich ja von verlassen. der Ich habe diese benutzt. Das ist ja momentan so ein bisschen meine Lieblingsfoundation. Und ja, behalten werde ich auf jeden Fall die Mascara, die beiden Liquid Lipsticks von NYX, von Fuidem, die beiden Correctors sind gut. Von Catrice, der Primer ist auch gut. Ich habe damals erst gedacht,
Es lag an der Primer, als die Foundation nicht funktioniert hat, zeige ich euch gleich. Hab dann aber den Primer benutzt und eine andere Foundation und das ging, also lag es an der Foundation. Dann das Contour-Kit von Freedom behalte ich. Diesen Eyeliner-Pen und von Catrice die Camouflage Cream behalte ich. Wegkommt einiges. Wegkommt, ja, das ist ein Lip Powder von Catrice. Das ist nicht so meins. Also, falls ich das nochmal irgendwo finde in meiner Schublade, werde ich das auch sofort aussortieren. Ich gucke mal. Ich suche mir ja immer für den Monat was raus. Und wenn ich da auch matte Lippenstifte finde, sortiere ich die gleich aus. Weil zum Beispiel matte Lippenstifte mag ich auch nicht so. Es wird nochmal ein großes Declutter geben, wenn ich hier fertig bin. Ja, das kommt weg. Das ist nicht mein Ding. Dann von Essence diese Highlighter und Blush Palette. Ich habe die einmal getestet. Man sieht es kaum. Und es geht gar nicht. Also Blush, alle sind mir zu dunkel. Die gelben gehen für mich überhaupt nicht. Und genauso ist es bei dem Highlighter. Was mir vielleicht noch passen würde, wäre der goldene und das. Aber wegen zwei Highlighter, wo ich Gold auch einzeln habe, behalte ich die jetzt nicht. Die kommt weg. Ist kaum, wie gesagt, einmal getestet und fertig. Deswegen kommt die weg. Leider auch Palette. Diese Eyeshadow-Palette von Essence. Auch nur zweimal benutzt, also jedenfalls versucht. Hier habe ich nur das benutzt und diesen Highlighter, mehr nicht, weil grün benutze ich als Highlighter nicht. Und ja, geht für mich nicht, ist kommt weg. Auch weg kommt von P2 der Concealer, habe ich einmal versucht zu, ja, ist für mich zu trocken. Dann dieser Lippenstift, ist matter Lippenstift, kommt weg. Auch dieser Lippenstift ist auch matt und dazu noch lila, das gefällt mir nicht. Und ja, die Foundation, die ich benutzt habe, ich habe sie doppelt gehabt, einmal eine 10 und einmal eine 15. Ich glaube, die 15 habe ich einmal getestet, die 10 ist noch neu, unbenutzt und es ging gar nicht. Das ist eine, ja, hier steht Nude Illusion Make-up. Ja, Illusion Luminous Matte. Die ist todesmatt für mich und die hat auch überhaupt nicht gehalten auf meiner Haut. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe erst gedacht, es lag an dem Primer, aber die hat sich sowas von abgesetzt. Ich habe sie benutzt und zack, war es weg. Deswegen, ich habe sie doppelt, deswegen habe ich die gleich mit aussortiert. Nein, kommt auch weg. Ja, wie viele Produkte sind gegangen? 2, 4, 6, 8 Produkte habe ich aussortiert und 2, 4, 6, 8, 9 Produkte behalten. Ja, hat sich gelohnt für mich. Und dann habe ich eine Verlosung für euch, die ich schon lange machen wollte, weil ich will jetzt ein Aufgebraucht machen. Es kann sein, dass das Aufgebraucht jetzt Ende März oder Mitte März kommt. Ich muss ein Aufgebraucht-Video machen. Ich habe so viel, das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall könnt ihr einmal von Dragon Moon gewinnen. Satsuma Smile, eine Bodylotion. Dann von Isana einmal eine Badeperlen mit Orange und Zimt. Und einmal eine Milchmaske von Balea. Und einen Lippenstift von Catrice im Ombre Style. Das ist so. Das könnt ihr gewinnen und ja, schreibt Hashtag Verlosung und wir gucken, wer es gewinnt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Tschüss!